letzter Boss für diese Woche. Also ihr seht auch, die kommen hier wochenweise. Das heißt, ich hoffe, ich werde mit diesen Kämpfen, den Klassenkämpfen und den heroischen Kämpfen, hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich 7 Tage voll kriege. So, letzter Boss. Imperator Taurisan hat Ragnaros in diese Welt beschworen. Seid so gut und vernichtet ihn. Ja, Imperator Taurisan, der Anführer der Dunkeleisenzwerge, ein Imperator, also er ist ja kein Kaiser. Emperor ist zwar Kaiser. Ja doch, eigentlich ist es ein Kaiser. Aber halt so ein böser, weiß ich nicht was, Kaiser, auf jeden Fall ein Arschloch. Ich kann es euch jetzt nicht aus dem Englischen übersetzen. Der hat Moira Bronzebart, die Prinzessin der Bronzebart-Zwerge aus Eisenschmiede Ironforge, der Allianz, geschwängert. Die hat einen Sohn bekommen. Und seitdem er tot ist und die Allianz Probleme hatte und ihren Zwergenkönig verloren hat, bla 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 bla, hat sie natürlich gesagt, so hier, er wird der Nachfahre, weil er ist ja auch ein Bronzebart-Zwerg. Das heißt, 2 der 3 Zwerg Clans sind schon mal vereinigt unter meinem Sohn, wenn er alt genug ist. Das heißt, das wird vielleicht auch noch passieren in WoW. So, Imperator Taurisan und seine Frau verteidigen den Durchgang zum geschmolzenen Kern. Stimmt eigentlich gar nicht, weil der Thronsan, naja gut, er ist halt daneben, aber gut. Und er hat halt dafür gesorgt, dass Ragnaros eine sichere Domäne hat im geschmolzenen Kern, aber er hat ihn nicht beschworen, was wir noch im geschmolzenen Kern haben. So, er kriegt für 2 Mana Macht des Feuerfürsten Heldenfähigkeit verursacht 30 Schaden. Das heißt, er könnte uns in Runde 2 schon töten. Aber ich weiß natürlich, dass das nicht so kommen wird. Deswegen machen wir es mal nicht so spannend. Ich überlege gerade, was nehme ich denn jetzt für eine Karte, für ein Deck. Druide ist schlecht. Ich würde sagen, entweder Jäger oder Magier. Ich nehme einen Magier, weil ich den noch nicht auf Max-Level habe. Breche Streit vom Zaun, lasst euch von schwierigen Bossen nicht unterkriegen, stellt ein eigenes Deck zusammen, um sie nichts nie zu schenken. Lade legendäre Gäste ein. Das hat ja zum vorigen Boss sogar gepasst. Gegen Imperator Taurisan. Hier ist es auch der Boss. Die Dunkeleisenzwerge werden niemals untergehen. Ja, und in WoW sind die beiden nämlich auch ein Bosspaar. Also er und seine süße Moira Bronzebart, die liegt da nämlich schon. Ich habe Scheiße gezogen. Da. Taurisan kann seine Heldenfähigkeit nicht einsetzen, solange seine Frau da ist. Aber, und sie greift keinen Diener ohne Spott an. Das heißt, wenn ich einen Spott-Diener lege, deswegen, also ich habe mich schon eingelesen, ich wollte mich eigentlich nicht spoilern, aber es, wenn man halt in der Hearthstone-Community unterwegs ist und das Spiel ja aktiv spielt, kriegt man das einfach mit. Und deswegen wusste ich natürlich, mein Druide zum Beispiel hat 4 Spott, mein Hexmeister habt ihr ja im ersten Bosskampf gesehen, hat 4 Spott. Da konnte ich jetzt natürlich keinen davon nehmen. So, er spielt eine feurige Kriegsaxt. Cool, der Schneefresser. Er wird wahrscheinlich auch viel mit Waffen agieren, deswegen Eis ist noch viel besser. Danke. Ich habe ganz vergessen, dass er natürlich auch noch andere Karten haben könnte. Ich weiß, es ist nicht die beste Idee, aber ich werde jetzt einfach mal mein Mana gut nutzen. Um jetzt ein bisschen Schaden zu fügen. Boss, der wichtige. Ich glaube, der ist auch neu. Für 3 Mana. 2-4 Dämon beschwört. Hier ist mal ein wichtiger 1-1 an dieser Diener Schaden. Ein. Also auch noch perfekt für einen Hexenmeister. Natürlich. So, spätestens in Runde 7. Aber noch ein bisschen unsere Ruhe. Warum hat er sie jetzt gebufft, obwohl sie schon angegriffen hat? Das verwundert mich gerade so ein bisschen. Du musst auf jeden Fall weg. Du greifst an. Dann friere ich die mal ein, damit ich die nächste Runde mit Blizzard treffen kann. Sie darf nur nicht sterben. Scheiße. Ich kann sie nicht an. Also ich kann Blizzard nicht spielen. Erstmal noch nicht spielen. Stimmt, habe ich voll vergessen. Muss ich es so machen. Ja, ich hätte vielleicht noch ein bisschen anders, aber egal. Axtwerfer ist auch neu. Für 4 Mana 2,5, wieder so eine typische Dunkeleisenzwergkarte. Obwohl es gar kein Dunkeleisenzwerg ist, sondern eine Zwergkarte. Fügt dem Feindlichen jedes Mal 2 Schaden zu, wenn dieser Diener Schaden erlernt. Das heißt, er muss schnell weg. Ich greife jetzt erst an, weil der nur noch 2 Leben hat. Im schlimmsten Fall wird er halt
mich angreifen. Eigentlich habe ich kein Zerstäuben oder so im Deck. Beziehungsweise habe es auch nicht gespielt. Es wäre ziemlich blöd gewesen, wenn ich das in diesem Moment jetzt gespielt hätte. Dunkler Wahnsinn. Übernimmt bis zum Ende des Zuges die Kontrolle meiner feindlichen Linie mit maximal 3. Na gut, dann friert er mich halt nur ein. Das interessiert mich nicht. Ich habe echt Angst vor seiner Heldenfähigkeit. Wobei, mit einem Eisblock könnte ich das natürlich auch noch eine Runde überleben. So, er hat ja selber angegriffen, das heißt, er müsste jetzt noch eingefroren sein nächste Runde. Ab da wird's kritisch. Kampfschrei fügt einen unverletzten feindlichen Lern 2 Schaden zu. Das wäre natürlich bei ihr jetzt auch ziemlich kritisch geworden. Arschloch. Eisblock? Darf ich noch eine Karte ziehen? Oder Hamsterer? Seine Heldenfähigkeit überlebe ich nicht. Er macht 6 Schaden. Das heißt, ich werde den auf jeden Fall mal verletzen. Ich hebe mir das mal auf, dann könnte ich eventuell nächste Runde finishen. Dankeschön. Ach, Rüstung ist immer gut. Ah, fuck you. Andächtige Tonwache, die ist auf jeden Fall auch neu, die kenne ich zumindest nicht. 3 Mana, warum waren die billiger? Kann ich zieh 2 Karten, kostet einen weniger für jeden Diener, der in diesem roten Zug gestorben ist. Na gut. Dankeschön. Die wollte ich haben. Bringt mir nur jetzt gerade nichts. Ich werde es jetzt erstmal nicht riskieren, weil 3 Schaden interessiert mich nicht. Kann ich Bedarf würfeln? 5 Schaden interessiert mich auch noch nicht. Was lauert in den Tiefen? Das ist jetzt uncool. Nur feindlich, ne? Das ist natürlich scheiße. Oh, Kältekegel, sehr schön. Na los. Also ich habe noch genug, um einen richtig dicken Schlag zu Flammenherz. 3 Mana, zieht 2 Karten, erhältet 4 Rüstung. Das ist, glaube ich, nur eine Karte von ihm. Ist er Captain? Ne, nicht Captain, er ist He-Man. Er hat die Kraft. Ah, He-Man sagt, glaube ich, ich habe die Zauberkraft. Ich muss mal endlich was Vernünftiges sehen. Gefährlich, 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 gefährlich. Sehr gefährlich. Schreibt mich jetzt so an! Komm schon, Feuerball. Ich wollte ganz Zauberball sagen. Oh mein Gott, das war uncool. Meurer, dafür werdet ihr bezahlen. Ja, in der Runde danach muss ich es fertig machen, sonst habe ich verloren. Nope. Das Gute ist, die 30 kommt nicht mal durch. Und das Gute ist, alles, was er jetzt macht, kommt auch nicht durch. Sie hat überall. Ich habe meine Beute im Weg. Spielt aber gerade. Ich verstehe schon, warum er es gemacht hat. Weil er musste. Punkt. Aber es war trotzdem dämlich. Yes! Gewonnen. Keine Sperenzin jetzt hier. Gewonnen. Gut gespielt. Das habe ich nämlich vergessen. Geschafft, beide Zwerge zu töten. Nicht schlecht, Abenteurer. Ach so, die beiden Zwerge. Ich dachte gerade, es waren noch insgesamt 3. Aber gut, den Richter tötet man nicht. Im Grimmigen Säufer tötet man 4 mehr und hier waren es halt die beiden. So. Für ihn, für den Bosskampf haben wir Auferstehung bekommen. Für 2 Mana ruft Priesterkarte. Ruft einen zufälligen verbündeten Diener herbei, der in dieser Partie gestorben ist. Ist ganz schön stark, vor allem wenn du irgendwie relativ früh schon was Starkes verlierst. Vor allem in meinem geliebten Priesterdeck, was ich früher hatte, was ich heute nicht mehr spiele. Was haben wir für ihn bekommen? Eine Schurkenkarte, ne? Ja, wir kriegen jetzt Imperator Taurusan natürlich. Schwarze jetzt tief abgeschlossen. Imperator Taurusan. Freigeschaltet. Ja, wie gesagt, 6 Mana, 5-5, Imperator Taurusan verringert die Kosten eurer Handkarten am Ende des Zuges um 1. Die Klassenherausforderung freigeschaltet für den Jäger und für den Magier.
Freut mich jetzt nicht so, weil Jäger habe ich schon durch und Magier spiele ich nicht so viel. Jetzt habe ich ihn hier gerade gerockt für die Bosse, aber in Heroisch wird es nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, ja. Und ihr seht, die Bosse sind jetzt auch wirklich wie die einzelnen, wie die jeweiligen richtigen krassen Endbosse, also vor allem so Saphiron und Kaytusat, vor allem auch in Heroisch, in Naxxramas. Hier ist halt, nach Flügel hat jeder Endboss was Cooles. Also ihr habt jetzt gesehen, 30 Schaden ist schon ganz schön krass. Hat halt eine richtige Boss-Taktik.